großflächige Angriffe. Ich versuch's mal durch und durch zu warpen. Vielleicht, womöglich geht das dann. Das ist ein, der einzige Weg hier. Muss man halt timen, ne? Das gibt beim einen Verfall da ja auch. Ist da hinten noch was? Ich weiß es nicht, ob da hinten jetzt noch was vielleicht looten könnten. Aber ich glaub mal nicht. Boah. Ist halt, wie gesagt, Albtraummodus. Kann auch sein, dass die Folgen dann insgesamt länger werden. Könnt ihr euch halt freuen. Keine Ahnung, je nachdem, wie ihr es wollt. Am Ende sind es halt dann einfach nur 6 Folgen. Dann habt ihr dann 20 Minuten Folgen. Könnt ihr euch auch so freuen. Boah. Soll ich mal was erzählen von, was so letztens passiert ist? Oder vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Ich würde ja sagen, schreibt es in die Comments, aber da geht halt nichts los. Deswegen sage ich einfach nichts. Naja. Ich glaube, ich bleibe auch bei der Sache hier mal Let's Play und fertig. Ich muss mich hier nämlich konzentrieren, Serious Gameplay betreiben. Bam! Gut mit dir. War jetzt irgendwie einfacher als gedacht. What the fuck? Komm ey, komm. Gib mir. Komm, Daimyo Vespa, ja kein Problem ey. Alter, war das krass. Boah, ich hasse das mit dem Anvisieren. Alter, hab ich ihn gegeben! Ja, Mann! Pam, 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 pam. Kannst du nix, ey, weißt du, wenn ich mit meinem Püppchen ankomme, ey, dann mach ich dich fertig, ey. Was mich jetzt nervt, ist, dass der Kampf jetzt, der war eigentlich voll easy, beziehungsweise den haben wir gut gemacht. Oh, ein Toter, zwei, drei. Ja, was geht bei euch ab? Ah, die Königin, okay. Voll. Oh, ja, ist das, was wir liebend gerne zerstören. Aha. Nice! Eine Erinnerung. Das waren Ticken zu viele Adjektive für mich. Für meinen Geschmack. Er weiß Dinge. Er denkt sogar Dinge. Bam! Weg mit dir! Ah, die nackten, tittigen Frauen. So, jetzt, Leute, alle jetzt, ich glaube, so kurz 5 Minuten stehen, könnt ihr alle schon nach Hobeln gehen? Nein! Das sind nämlich keine Nippel. Voll ungeil. Nur mit Nippel sind Titten geil. Das stimmt sogar echt, ne? Ja, genau, lass uns über Titten reden. Ja, wie mögt ihr den Titten am liebsten? Also, weißt du... Bestes Gesprächsthema ever. Wie magst du deine Titten zu morgen? Ja, backen, ey, richtig geil. Ja. Ausweichen. Was? Wo ist die? Irgendwie easy, da war ja nichts anderes da an Gegnern.
Hm. Kein Challenge. Oh. Hallo, Alice, was machst du denn für eine Scheiße wieder? Gut, Kampf 1 war wohl easy. Ich kann das nicht als Kampf bezeichnen, das war Pillepalle. Da war ja nur ein Gegner, jetzt kriegt er ja Kampf, ja ein bisschen hunderte auf mich zukommen. Wo ich richtig an der Tastatur. Meine Finger an der Tastatur in Schwitzen kommen. Sowas ist ein richtiger Kampf. Da kann ich sogar ankündigen jetzt. Ah, voll geil, weil ich bin ja mehr oder weniger aktueller Zukunfts-Nico. Denn diese Folge, muss ich jetzt schon sagen, kommt in ich denke mal fünf Tage, nachdem ich das aufgenommen habe. Das ist plus minus 1, 2, 3 Tage. Vielleicht seht ihr es auch jetzt schon, ich weiß nicht. What the fuck? Was war da? Achso. Ich dachte Gott, was geht's ab? Ich dachte, wir wären gestorben. Oh Mann. So, Warframe kommt mal wieder. Wir haben jetzt endlich wieder angefangen, es zu spielen. Und, macht mega Laune. Ja. So. Dann versuchen wir mal das jetzt... Oh, der Schwanz stirbt sogar schon. Nice! Ich bin voll gut. Da häkelt's noch ein klein wenig. Das muss ja andersrum gehen. Das hier muss dahin. Und das hier muss dahin. Wir müssen das Loch verschieben. Das machen wir am besten so. Ja, shit. Ja, komm, jetzt habe ich schon verkackt, ey. Komm, letzte Chance. Verkackt. Leck mich am Arsch. Nochmal. Ich hasse diese Puzzle. Ich hasse sie über alles, ey. Gut, diesmal fangen wir von oben einfach an. Kannst nur funzen. Sagt der da schön nach oben. Das sieht sogar... Komm. Wunderbar, wunderbar, einfach nur perfekt, jeder Zug richtig. Ich öffne den Pfad. Jeder Zug war richtig. Boah, das nervt. Ich habe so lange nicht mehr Alice gespielt gehabt, dass ich denke, dass ich mit Steuerung renne und dann drücke ich die ganze Zeit auf Steuerung, dann wird sie halt klein. Was so ziemlich das absolute Gegenteil von Rennen ist, ne? Sie ist faktisch krank, stellt sich verrückte Dinge vor und hat einen Heldenkomplex. Einen Drang, anderen zu helfen, weil sie sich selbst nicht helfen kann. Und einen Hang zur Weltverbesserung. Sie will den wahren Sinn ihres Lebens entschlüsseln und weiß nicht, wer den Schlüssel hat. Das war die Stimme, das war nicht ich. Hm. Könnt ihr mir ruhig glauben. Ich würde nie lügen. Am wenigsten beim Rülpsen. Dann nehme ich die Ehre immer gerne an. Was man beim Rülpsen von Ehre reden kann. Die wilden Wespen belagern uns. Sie kontrollieren die Gipfel von Osten nach Westen. Du musst sie besiegen, um zur Raupe zu gelangen. Ich muss wohl auf den Gipfel hinaufsteigen, denn er wird nicht zu mir kommen. Wir vertrauen darauf, dass die Raupe, die Seltsame, die Wunderbare, denen hilft, die in Not sind. Eines Tages werden wir es wissen. Reinheit des Herzens bedeutet nur eines zu wünschen. Um seinen heiligen Hain zu erreichen, musst du dich dem grausamen Daimios stellen, der uns den Zugang zu seiner Macht verwehrt. Ich öffne den Eingang in die heiligen Höhlen, wo deine Reise beginnt. Okay. Gut, das scheint normales Gemälde zu sein.
Ein Bild häuslicher Harmonie und Ordnung. Die fruchtbare Landschaft förderte Fleiß, Toleranz und Zusammenarbeit. Liebende Familien gediehen, glückliche Kinder und teure Freunde, dankbar für ihr Wohlergehen, lebten über Generationen sicher, geschäftig und frei. Aber ein plötzlicher Angriff von außen zerbrach ihre zarten Körper und beinahe auch ihren großzügigen Geist. Okay. Und 2D-Level kommen. Kein Challenge. Nicht für uns. Oh. Scheinbar doch. Oh, ich kann mich klein machen. Scheiße, ich wollte mich klein machen. Zack, einmal. Ja, musst du da ab den Moment abpassen. Ich finde, die Level sind cool gemacht, aber ich hasse sie trotzdem. Läuft. Uiuiui. Alles will mich töten. Niemand ist nett. Für sich. Ein Zahn. Wow. Es hätte auch ein goldener Zahn sein können. Das wäre viel geiler gewesen. Ich bitte euch. Weißt du? Dann gibt man sich auch so richtig Mühe, da so den Scheiß zu schaffen. Und eine für sich, ein Zahn. Hm. Voll mighty. Wir haben's doch gleich. Oh, ich geld schon wieder. Ah, den Baum hoch. Oh shit. Ah, machen wir mal richtig hier. Zack. Gerade eben ist ziemlich monoton gewesen. Oh scheiße. Das war übereifrig. Ein ganz klein wenig. Zack. Ja. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Fertig. Wunderbar. So wollen wir das. So wollen wir das. Kombiniere auf Fernangriff mit Umlenken, um den Schaden bei bedrohlichem Befall zu maximieren. Yeah. Machen wir. Mal wieder einen sehen, machen wir das. Okay. Beinchen. Ist gleich gehört. Wieder so eine Nackte. Alles Exhibitionisten hier. Die steht hier zur Nacktheit, wenn man sich so mitten in der Öffentlichkeit aber so zack, ich lasse mal meinen Lümmel raushängen oder... Ja gut, da würden sich ganz viele Entsetze finden, wenn es mal eine